Lukas Hoppe fährt Trial-Fahrrad und das sehr erfolgreich. Das Trial-Gelände im Wald bei der Freilichtbühne in Melsungen ist sein zweites Zuhause. Mindestens an 3 Tagen in der Woche feilt er dort an seiner Technik. Die akribische Vorbereitung hat ihm bereits viele Erfolge beschert. Mit 14 Jahren kam er zum Melsunger Trial-Team Bikes in Motion. Zuletzt holte Hoppe den 2. Platz in seiner Klasse bei den deutschen Meisterschaften. Auch in der World Cup-Serie war er vorne mit dabei. Diese Erfolge waren die Voraussetzung für die Nominierung für die Nationalmannschaft. Er ist mit dabei, wenn sich die deutsche Fahrrad-Trial-Nationalmannschaft vom 21. bis 25. August in Südafrika mit den Besten der Welt misst. Die WM ist ein weiterer Höhepunkt in der Karriere des 16-Jährigen, der im Alter von 7 Jahren mit dem Fahrrad-Trial begann.